Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen am 27. Oktober ist hier im Studio der Till von Till und sein Vlog und meiner einer. Wir präsentieren heute den Tag. Ja. Am 27. Oktober haben wir auch ein berühmtes Geburtstagskind und das ist nicht der Till. Farin-Urlaub. Wie? Farin-Urlaub. Achso, Farin-Urlaub, der Sänger und Gitarrist der Ärzte. Richtig, ja. Farin-Urlaub kennen wir ja alle. Westerland und bitte, bitte. Und ja, Schrei nach Liebe. Und ich esse Blumen. Ich esse Blumen. Und was noch? Ach, es gibt so viele. Ah, Männer sind Schweine und sowas haben sie auch gemacht. Ja, Männer sind Schweine. Ja. War ein Riesenhit, war nicht so geil, aber war auf jeden Fall einer der größten Hits, glaube ich, von den Ärzten. Ja. Ja, neben Westerland und so. Ja. Ja. Die ollen Kamellen halt. Teenager-Liebe. Ja, ist ja gut. Am 27. Oktober 1998 wird Gerhard Schröder erstmals zum Bundeskanzler gewählt. Und das war er bis 2005. Ja. Ja, Gerhard Schröder, der ja ungefähr 400 Mal verheiratet war, ist, oder was auch immer, kennen wir ja, der damals in der Elefantenrunde, das war das Geilste, als er abgewählt worden ist und Angela Merkel das irgendwann übernehmen sollte, so pissvoll war, dass er gesagt hat, ich gehe hier nicht weg. Sie wollen Bundeskanzlerin werden. Das kann ja also, solange ich da bin, werden Sie nie Bundeskanzler. Ja. Und er war voll wie eine Strandhaubitze. Das war auf jeden Fall eine sehr coole Aktion. Ja, war auf jeden Fall geil. Ich fand es total gut. Auch in der Nachsicht fand ich irgendwie total geil, dass der gesagt hat, du, nein. Und seien Sie doch mal ehrlich. Seien Sie doch, und er hat recht gehabt. Seien Sie doch mal ehrlich, Sie wollen Bundeskanzlerin werden. Das kann ja wohl nicht sein. Ja. Bis heute immer noch anzuzweifeln, warum? Egal. Jedenfalls am 27. Oktober. Bist du CDU-Mitglied? Nein. Dankeschön. Du? Nee, um Gottes Willen. Am 27. Oktober war aber noch was anderes? Nein. Aber dafür habe ich den Fakt des Tages. Ach so, Fakt des Tages. Ja, was ist es? Bei den Wikingern kämpften auch die Frauen. Das habe ich schon mal gehört. Beziehungsweise habe ich schon mal gesehen. Ja, kennst du so? Vikings. Kennst du die Serie? Ja. Ja. Genau, da ist ja so pew, pew, pew. Die haben sich so richtig dreckig gegeben. Pew. So richtig dreckig gegeben, genau. Mhm. Pew, pew. Aber geil, ne? Wie die kämpfen konnten. Mit diesen Äxten und Schwertern und. Ja, wobei die Frauen ja wirklich meistens Schildmaid waren, also quasi nur den Ball aufrecht erhalten haben. Ah, ich verstehe. Und die waren vorne an der Front und haben dann irgendwie die gröbste Arbeit gemacht. Richtig, es ist im Grunde genommen, das muss ich kurz überlegen, zeitlich gesehen ist es nach den Römern. Also sie haben im Grunde genommen ein Verfahren der Römer zum Teil aufrechterhalten, quasi einen Schildwall zu bilden. Die Römer hatten das als Schildkröte und komplett gepanzert und die Wikinger hatten quasi eine Frontlinie mit Schilden, die dann teilweise geöffnet wurde, um Gegner reinzulassen und abzumetzeln oder eben aus diesem Schildwall auszubrechen, um den Gegner abzumetzeln. Es war immer dasselbe, es ging eigentlich darum, den Gegner abzumetzeln. Niederzumetzeln. Ja. Abzuschlachten, niederzumetzeln. Wie auch immer, tot. Egal, ja, ja, also das war gut vorgetragen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber es wäre ja gelogen. So, das war der 27. Oktober, wir sehen uns morgen wieder am 28. Oktober und da sehen wir bestimmt einen ohne Mütze. Wer auch immer. Cheerio, Miss Sophie.